Ja. Ja. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, eines der Privilegien in meinem Beruf Journalismus ist, dass man einen ziemlich genauen Überblick über die eigenen Irrtümer und Dummheiten bekommt, wo man mit seinen Prognosen falsch lag. Man hat das alles schriftlich überschrieben mit dem eigenen Namen. Ziemlich gefährlich sind Totenscheine auszustellen für Politiker oder Wirtschaftsführer. Die stehen meistens wie Zombies wieder auf. Ich habe auch geschrieben, dass das Internet 2001 zu einem harmlosen Büromöbel geworden ist, das uns nicht mehr überraschen wird. Ich habe geschrieben, dass Spracherkennung und Überwachung eigentlich nicht möglich sind, weil der Code viel zu kompliziert ist. Und nach meinen Recherchen sollte die Euro-Krise bereits ausgebrochen sein, und zwar so groß und böse, dass es ein Vorher, dass die Leute die Zeit in ein Vorher und ein Nachher einteilen. Ich freue mich, da geirrt zu haben, bis jetzt. Aber der größte Denkfehler, den ich je gemacht habe, war sicher die Wahl meines Berufs, Journalist. Ich glaube, es begann damals mit 16 in der Schule. Ich kriegte 3 Aufsätze in Reihe, nicht vom Deutschlehrer, sondern vom Rektor zurück. Der Rektor sagte, die Aufsätze sind widerlich, sie sind politisch gefährlich. Und er mahnte mich, mein Leben zu ändern, weil sonst nichts aus mir werden würde. Und ich weiß nicht mehr, was ich ihm gesagt habe. Ich habe irgendwas gestammelt. Aber ich weiß noch dieses komische, verdrückte Glück, das ich dabei fühlte. Dieses unglaubliche Glück, dass mich zum ersten Mal in meinem Leben jemand für gefährlich hielt. In dem langen, dunklen Gang der Pubertät öffnete sich hinten ein Spalt weit, ein kleiner, heller Streifen, irgendwie eine Tür, mein zukünftiger Beruf. Und wegen des Rektors glaubte ich damals, das Wort und nicht die Zahlen, die sprengen die Welt. Das regt die Leute auf, das bringt Rektoren und die Welt überhaupt zum Explodieren. Es war ein ziemlicher Irrtum, und bis 33 wusste ich eigentlich nicht, dass es so etwas wie Wirtschaft gab. Später begriff ich, dass man ohne Wirtschaft die Welt nicht studieren, verstehen konnte, und musste heimlich Wirtschaftsbücher studieren. Und noch heute als Wirtschaftsjournalist schwitze ich Blut bei jeder Zahl, die ich schreibe, ob ich nicht falsch liege. Aber als damals irgendwie 19 mein Vater mir sagte, ich sollte ein Business-MBA machen, da habe ich ihn nicht mal verstanden, dass das irgendwas Vernünftiges sein könnte. Ich war eigentlich für Punk, ich sah nicht so aus, aber im Herzen war ich einer. Die Schweiz musste in die Luft gesprengt werden, so satt und zufrieden, wie sie war. Und ich hielt Banker für Schwiegersöhne, die dann im Haus im Grünen leben, ein langweiliges Leben mit einem guten Einkommen. Keine Option. Dort habe ich mich wieder geirrt. Die Punks haben ganz gute Musik gemacht und in Zürich eine Beizenszene organisiert. Aber die Schwiegersöhne, die haben beinahe das Weltfinanzsystem in die Luft gesprengt und sind auch noch damit davongekommen. Es ist so, dass ich dann immer einen leisen, bitteren Neid fühle, wenn ich mit den Bankern spreche. Sie haben das erreicht, was ich damals in meiner Jugend wollte. Und sie haben nicht nur das Weltfinanzsystem fast in die Luft gesprengt, sondern in der Schweiz auch das Bürgertum. Es ist in einer Welle aus Skandalen untergegangen. Es ist jetzt desorientiert und praktisch nur noch ein Wurmfortsatz der Finanzindustrie. Und damit bleibt einem der Weg versperrt, den George Bernard Shaw einmal skizziert hat. Wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz. Wer mit 40 noch ein Kommunist ist, hat keinen Verstand. Eigentlich sollte man ja auf der Höhe seines Lebens denken. Und jetzt, da meine Familie gewachsen ist, das Gehalt gewachsen ist, die undefinierte Zone um die Hüfte gewachsen ist, sollte man eigentlich zum Bürgertum wechseln, aber das Bürgertum existiert nicht mehr. Es ist nicht mehr satisfaktionsfähig, man kommt nicht mehr hin. Und wenn man näher hinsieht beim Bürgertum oder bei den Finanzen, ist das Überraschende jeweils, wie sehr gepfuscht wurde, wie desorientiert, wie unklar,
die Strategie ist, wie galertartig die Masse ist. Und der einzige Unterschied zu anderen Leuten ist, dass die Banker mit anderer Leute Geld spekuliert haben und dass, wenn man eine gewisse Höhe in der Gesellschaft erreicht hat, dann zahlt man nicht mehr selber für seine Fehler und wird nicht mehr für sie bestraft, sondern andere Leute. Man ist too big to jail. Deshalb ist Punk eigentlich heute nicht mehr Zerstörung, nicht mehr die Atombombe auf die Schweiz, sondern der eigentliche Protest ist heute, gute Arbeit zu machen, etwas Konstruktives. Das ist das, was die anderen nicht hinkriegen. Es ist das Well Done. Das Problem in meinem Beruf im Journalismus ist allerdings, es ist völlig unklar, was die gute Arbeit eigentlich ist, was dieses Well Done eigentlich heißt. Über Jahrzehnte waren sich Journalisten eigentlich immer einig, wir verkaufen Nachrichten, garniert mit einem Schuss Meinung und einem weniger kräftigen Schuss Unterhaltung. Und jetzt wird klar, dass wir uns dort geirrt haben, denn in Wahrheit verkauften wir nicht Nachrichten, wir verkauften Gewohnheiten. Eine Gewohnheit, ein Morgen. Man fühlte sich einfach schlecht, ohne Kaffee, ohne Zeitung und ohne Zigarette. Damit war für Zeitungen eigentlich die Strategie klar. Ein Gewohnheitspublikum ist relativ einfach zu bedienen. Man muss vor allem keine Fehler machen und keinen großen Ärger. Man kann die Leute leicht langweilen, aber man darf sie nicht stark enttäuschen. Dann abonnieren sie bis in den Tod. Das entscheidende journalistische Ziel war also nicht Enttäuschung. Das Grau, das Sie manchmal in den Zeitungen sehen, das ist nicht irgendein Grau, sondern das ist ein sorgfältiges, aus vielen Farben gemischtes, mit langer Erfahrung hergestelltes Industrieprodukt. Doch nun ist diese Gewohnheit weggebrochen. Die jüngeren Leute, die haben sie nicht mehr. Und als Journalist ist man eigentlich wie ein alternder Schlagersänger in der Seniorenunterhaltung tätig. Unser Kerngeschäft, die Nachrichten, sind dazu inflationär geworden. Sie sind derart inflationär geworden, dass sie eher eine Belästigung sind als ein Top-Produkt. Und der neue Markt im Internet, in diesem ist die Konkurrenz riesig. Als Journalist konkurrenziert man sich nicht nur mit den besten Zeitungen der Welt heute, mit Blogs oder anderem Schriftlichen, man konkurriert mit den ganzen Social Media, man konkurriert mit klassischen Serien, man konkurriert mit Games, man konkurriert mit dem Besten, was die Unterhaltungsindustrie überhaupt zu bieten hat auf der Welt. In einer Messung in Amerika verbringen die Leute 33% der Zeit mit Facebook, 3% immerhin mit News-Aggregatoren wie CNN, BuzzFeed und Huffington Post. Und klassische Zeitungen kommen noch auf 1%. Kurz, wir sind von den Königen des Morgens zu den Mäusen geworden, die unter dem Tisch den Brotkrümel essen. Und dieser Machtverlust, den spürt man überall in diesem Beruf. Die PR wird wesentlich frecher und will irgendwie ihre Sachen in der Zeitung haben und beklagt sich noch, dass diese Sachen zu einfach in die Zeitung kommen, weil es dann kein Triumph mehr für den PR-Menschen ist. Die Leser werden wesentlich frecher, man sieht das an den Online-Kommentaren. Die einzigen, die uns vielleicht noch härter den Tod wünschen, die mordlustiger sind als unsere Leser, das sind die eigenen Buchhalter in der Verlagsetage. Das heißt, die Kanzel ist uns unter dem Hintern weggeschossen worden, die wir mal hatten. Und von einem System des mittelalterlichen Predigens sind wir 3000 Jahre zurückversetzt worden nach Athen. Auf den Marktplatz mit den Müßiggängern, mit Rummelrädern, mit Eselstreibern, mit Händlern. Dort führen wir unseren kleinen Stand. Aber das ist für uns Journalisten sogar noch der angenehme Teil. Der schreckliche Teil ist, dass unsere Routinen plötzlich Unfug produzieren. Sie produzieren professionell gemachte Nichtenttäuschung wie vorher. Sie produzieren das Industriegrau. Eine Zeitung ist eine riesige Routinemaschine.
Hunderte von Entscheidungen müssen täglich getroffen werden. Die werden fast automatisch getroffen. Und die Zeitung baut sich sozusagen jeden Tag wieder neu. Und man könnte eigentlich 20 Journalisten erschießen in einer Zeitung. Und die Zeitung würde sich weiterbauen, irgendwie über Wochen hinweg, ohne dass es irgendjemand richtig merken würde. Zeitungen bestehen hauptsächlich aus Routine, weil sie eben täglich dieses Zeug bieten müssen. Und jetzt haben wir das Problem, dass dieses Zeug nicht mehr gekauft wird, weil das Publikum ist anspruchsvoller und untreuer geworden. Und Nichtenttäuschung zählt im modernen Medienmarkt eigentlich nichts. Kein Mensch empfiehlt einen Artikel, weil er ihn nicht besonders geärgert hat. Das Ziel des Journalismus hat sich damit fundamental geändert. Nachrichten, Analysen und Kommentare verkauft man nicht mehr mit Nichtenttäuschung, sondern durch Begeisterung. Nur durch Begeisterung wird ein Artikel viral und ohne Begeisterung liest niemand eine Zeitung, geschweige denn er abonniert sie. Ein Abonnement ist keine Routineentscheidung mehr, sondern eine Ausnahme, ein Bekenntnis. Das heißt, eine Zeitung, wenn sie überleben will, muss für seinen Lesern das eigene Ding werden. Sowas wie ein Club, dem man angehören will. Nur zum Teufel, wie macht man das? Ich glaube, es gibt drei Hauptrichtungen. Die erste ist, wenn die Routinen nicht mehr funktionieren, dann kann man nachsehen, ob man diese Routinen nicht komplett anders machen kann. Eine der Hauptsachen im Journalismus von heute ist der Primeur, die absolute Neuigkeit, die man vor den anderen Zeitungen hat. Die steht allerdings 5 Minuten später auf den Webseiten von anderen Zeitungen. Wie wäre es, wir würden es völlig anders machen und sagen, nicht die, das eigentlich entscheidende Produkt ist die Geschichte dahinter. Also nach den ganzen Nachrichten über die Überwachung beispielsweise, den Roundup zu schreiben, was zum Teufel ist jetzt wirklich passiert. Eigentlich werden die Letzten die Ersten sein. Und nicht Neuigkeiten sind das, was die Leute hören wollen, sondern Geschichten. Zweitens, wir haben immer gesagt, unsere Ware sind die Fakten. Allerdings sind Fakten Dreck. Dreck wie jeder Rohstoff. Sie müssen einigermaßen rein sein. Aber die Hälfte der Botschaft ist etwas, auf was Zeitung bis jetzt überhaupt nicht geachtet hat, auf Stil. Dann ist ein altes Dogma in der Zeitung, eigentlich sollte ein Journalist alles wissen oder mindestens so tun und fehlerlos sein. Das ist ein ähnlicher Irrglaube, wie, glaube ich, Oscar Wilde mal sagte, dass die Leute sich gerne langweilen. Weil sie halten Langeweile für etwas, was reiche Leute tun. Fehlerlosigkeit ist eigentlich nicht Kompetenz. Leute, die die ganze Zeit fehlerlos reden, die flieht man eigentlich eher. Es geht eher um Ehrlichkeit und es geht darum irgendwie, dass man auch zugibt, wenn man Fehler gemacht hat und etwas nicht weiß, was der Tabusatz in der Zeitung wäre. Ich weiß es nicht. Das Seriöse seriös bringen ist auch ein Dogma. Vorne muss es klar und schwer sein. Allerdings sind so komplexe Themen wie Überwachung, wie die Finanzkrise, die Eurokrise, die Umwelt faktisch nicht mehr vermittelbar ohne Bonbons darin, ohne Einsprengler. Sprengsel. Eigentlich müssen politische Journalisten auch hervorragende Entertainer sein, dass man sie überhaupt liest. Dann, wir stellen lauter verlässliche Profis ein, immer mehr Leute mit akademischer Bildung, mit Journalistenschulen. Das Resultat ist, dass soziologisch die Kernressorts Politik und Wirtschaft der Zeitung oft aussehen wie Südafrika vor der Apartheid, vor dem Ende der Apartheid. Sind weiß, männlich und Mittelklasse. Wir bräuchten eigentlich Sekondos, wir bräuchten Sekondas, wir bräuchten Leute, die sozusagen etwas zu gewinnen haben und nicht mehr nur etwas zu verteidigen. Zweitens, wenn Nachrichten nicht mehr unsere Ware sind, was ist es dann? Ich denke, es ist Haltung.
Der allgemeine Glaube in den Zeitungen von heute ist, okay, Nachrichten sind nicht mehr die Ware. Wir brauchen Einordnung, wir brauchen Orientierung, wir brauchen Meinung. Und diese liefern wir in den Kommentarspalten und wir liefern sie in Thesen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist völlig falsch. Meinungen wachsen einem eigentlich zu Haare, wie Haare. Man hat Meinungen zu China, zu Transvestiten, ohne die geringste Ahnung davon zu haben. Meinungen sind eine extrem billige Ware und deshalb werden sie auch so oft gedruckt. Die teurere Variante der Meinung und die seltenere Variante wäre die Haltung. Denn das, was einen an Unterhaltungsware, an Musik, an Games, an Büchern fesselt, ist eigentlich nicht der wirkliche Inhalt, es ist die Haltung dahinter, die man kopieren will. Bei der Haltung gibt es drei Sachen, die wir brauchen. Das eine ist Kühnheit. Der Moment, wo man sich in eine Zeitung verliebt hat oder in den Journalismus verliebt hat, waren immer Akte der Kühnheit. Das kann eine kühne Recherche sein, wo man unbedingt Journalist werden will, wenn man den Film All the President Men sieht. Es kann eine kühne Recherche sein, wie beim Guardian von Glenn Greenwald, wo man das Gefühl hat, die Jungs tun wirklich was. Es kann ein kühner Gedanke sein, wo man denkt, irgendwie darf man das eigentlich denken, weil die eigentliche Funktion des kühnen Gedankens ist Freiheit. Es kann eine kühne Formulierung sein, etwa wie, er war so unauffällig wie ein Skorpion auf einer Sachertorte in einem Artikel, die einen hinreißt. Der Journalist ist Stellvertreter, er ist Extension praktisch, Extension des Lesers, der ja den Tag mit Arbeit verbringen muss. Also er ist seine Augen, die Erweiterung seiner Augen, seines Kopfes, aber auch seines Muts. Dann Aufrichtigkeit. Ein Profi recherchiert eigentlich am besten immer in zwei Richtungen. Nach außen, was die Fakten sind, und nach innen ins eigene Herz, was die Fakten eigentlich bedeuten. Das ist schwieriger und manchmal lächerlich schwierig, die zweite Recherche, als man denken würde. Aber Kommunikation ist etwas sehr Einfaches. Sag, was du wirklich denkst, sag, was du gesehen hast, und dann wird man dir zuhören. Zur Aufrichtigkeit gehört es auch, Fehler zuzugeben. Dann Freundlichkeit. Im Moment zieht das Tempo überall an in den Online-Seiten. Das Personal wird dünner. Deshalb machen die Journalisten oft die kleinen Geschichten, nicht die großen. Und vor allem die kleinen Skandale. Irgendein blöder Witz eines Politikers, die kleine Spesenabrechnung, Sozialhilfeempfänger, die betrügen. Und sie machen es irgendwie sozusagen auf Kosten der großen Skandale, auf der Kosten der komplizierten Sache wie Überwachung, Steuergesetze für Konzerne, Investitionsschutzabkommen für große Konzerne. Das sind wesentlich kompliziertere Themen, die mehr Zeit brauchen und deshalb weniger gemacht werden. Kurz, durch die Zeitung geht eine Welle der schlechten Laune. Auch weil auf die Leser gehört wurde. Und in den Online-Kommentaren ist die Empörung die eigentliche Währung. Und so glauben die Journalisten jetzt, dass das Produkt die Empörung ist. Die Herstellung von Empörung. Ich glaube das nicht. Politisch ist das verhängnisvoll, weil alles, das Große und das Kleine, in einem einzigen Brei von Misstrauen endet. Dramaturgisch ist es verheerend, weil Empörung als Produkt wiederholt so aufregend wird wie ein schimpfender Opa im Tram. Deshalb glaube ich, brauchen wir eine neue Produktelinie, und das wäre eben Freundlichkeit als Haltung. Also Gelassenheit bei kleinen Dingen, die schiefgehen, da sollte man großzügig sein. Dann Alternativen bringen. Das Problem in der heutigen Welt ist, dass sehr viele Leute es immer, also die Hauptbegründung für Dinge, die passieren, ist die Alternativlosigkeit. Man sollte die Alternativen recherchieren und sagen, was eigentlich schief, nicht nur sagen, was schief läuft, sondern auch das, was zu tun wäre. Und schließlich, eine Zeitung handelt mit Sensationen. Und
Sensationen sind nicht nur Skandale, nicht nur Unglücke oder Rekorde, sondern es ist auch manchmal dieses Moment des Staunens auf der Welt über die Verrücktheit, die Komplexität und die Eleganz der Welt. Das gehört zum Leben irgendwie und das gehört zur Zeitung. Drittens, es braucht eine Debatte in der Redaktion. Haltung und neue Routinen, also eine Haltung ist eigentlich kein Zustand, sondern ein Prozess. Neue Routinen sind auch nicht einfach implementierbar, sondern ein Prozess. Genau das macht es teuer und kompliziert und zu einem Managementproblem. Der einzelne Journalist kann einiges reißen, aber eine Zeitung ist ein Organismus. Und unsere Verleger sind eigentlich süchtig geworden nach Sparprogrammen. Sie haben erst das Fett weggeschnitten und dann die Muskeln und schließlich die Blutbahnen. Das ist ihr haupteinziges ökonomisches Programm, das sie kennen. In der Chefredaktion wird damit meistens so reagiert, dass keine Prioritäten gesetzt wird. Es wird nicht gesagt, was weggelassen werden soll, was verstärkt werden soll, sondern man versucht meistens dasselbe wie vorher zu machen, einfach mit weniger Leuten. Und das Produkt ist einfach immer etwas stärker grau. Zur Verantwortung der Spitzen in den Medien würde eigentlich gehören, dass sie einen klaren Kurs festsetzen. Das ist leichter gefordert als getan. Es ist unklar, wohin der Kurs geht, es ist schwierig, es ist unerprobt und ohne Garantie. Deshalb muss man eigentlich eine Debatte in der Redaktion stattfinden lassen, zu sehr einfachen Fragen. Wohin wollen wir, wohin nicht? Was tun wir, was keinesfalls? Wer sind wir, wer zum Teufel wollen wir sein? Die Zeitung muss neu gedacht werden. Sie muss als Projekt gedacht werden, als Club gedacht werden, als Gemeinschaft, als Expeditionsteam in die Wirklichkeit. Dafür gibt es natürlich keine Garantie, ob das erfolgreich ist, aber wenn man schon untergeht, dann wenigstens nach hartem Kampf und wenigstens mit einem Knall und einer Fahne und nicht mit einem Winseln. Eine der Ironien der ganzen Pressegeschichte ist, dass die Profis des Neuen selbst mit dem Neuen nicht klarkommen und das seit 15 Jahren nicht. Und dass das Neue unter der eigenen Haustür genauso verwirrend ist für sie wie für alle anderen Leute. Wenn man die Verlegerkongresse, jedenfalls in der Schweiz, in den letzten Jahren besucht hat, dann ging die Reihe ungefähr so. Im Jahr 2000 war das Internet irrelevant. 2001 sprach man über die großen Vorteile der Zeitung, das haptische Rascheln des Papiers, dass niemand je etwas lesen wird, mit dem man nicht Insekten überschlagen kann. Oder was man in der Badewanne nass machen kann. Dann kam die Panik, alle werden sterben, und zwar sofort. Dann kam der Messias, das iPad wird uns alle retten. Dann kam die Sache, man hat ja gesagt, wir werden sterben, aber wir leben noch. Die Debatte ist irrelevant. Und was jetzt herrscht, ist eine neue kalte Panik nach neuen Einbrüchen bei der Werbung. Und die meisten Verlage kaufen Internet-Suchmaschinen für Autos, Erotikangebote, Häuser und so weiter an. Mein Lieblingszitat von einem dieser Verlegerkongresse kam von einem jüngeren Verlagskader, der sagte, die einzige Möglichkeit, die Schweizer Presse zu erneuern, wäre eigentlich mit einem Sprengstoffgürtel in den Verlegerkongress zu gehen. Das wäre eine gute Möglichkeit, aber es lohnt sich auch, anders zu kämpfen. Es lohnt sich im Journalismus, den Journalismus neu zu denken und für den Journalismus zu kämpfen, weil der Journalismus Spezialität für Komplexität ist. Unser Produkt ist eigentlich komprimierte Zeit, die Leute beim Arbeiten nicht haben, über die Sache, über die Welt nachzudenken. Dann, weil der Journalismus wichtig für die Demokratie ist. Wichtig deshalb, dass, weil viele vom Gleichen reden müssen, damit eine Debatte nicht zerfasert. Und drittens, weil es ein verdammt schöner Beruf ist.
Das Schönste an dem Journalistenberuf ist genau dieses Privileg, sich zu irren. Dass eigentlich, wenn man irgendwo hingeht, es nie so ist, wie man erwartet hat. Die Interviewpartner, die Fakten, sie sind nie so, wie man gedacht hat. Ebenso ist das Schreiben eigentlich unvorhersehbar. Die besten Texte entstehen im Flug, in der Nacht, in Übermüdung. Bei diesen Texten, bei denen man sich selbst überrascht und wo die Autorenzeile darüber eigentlich sowas wie ein Fake ist, weil man eigentlich keine Ahnung hat, wer das genau geschrieben hat. Und schließlich ist es so, dass das Unerwartete auch die Art ist, wie die Welt funktioniert. Dass man als Journalist damit in Takt der Welt ist, mit dem Überraschenden. Denn das nur wirklich Neue in der Welt, das ist nie hochrechenbar, sondern das ist immer die Überraschung. Der Fall der Berliner Mauer, das Internet, die Finanzkrise, der arabische Frühling, niemand von den Experten hat das wirklich vorhergesehen. Die Welt bewegt sich in Sprüngen fort und man könnte sagen, die Welt bewegt sich in Wundern. Wunder sind laut Hannah Arendt im Gang der Geschichte nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Es gibt die schönen Wunder und es gibt die blauen Wunder. Und wir als Journalisten sind auf der Seite der blauen Wunder. Auch wenn uns das Neue in unserem Job eigentlich gerade irgendwie die ganzen Routinen, das Geld, das Geschäftsmodell und den Respekt der anderen von Bord gefegt hat, also eigentlich Ladung, Steuerruder, Kompass und Takelage, lohnt es sich trotzdem, in diesem Sturm neu zu kämpfen, denn das Neue ist nicht wirklich charmant zu uns. Aber es lohnt sich trotzdem, den Job neu zu denken und für diesen Job zu kämpfen, weil den Journalismus neu zu erfinden, das ist die Aufgabe unserer Generation. Ja, merci.